Ah, nicht hier, Keith Richard. Nein, den haben wir hier jetzt nicht. Sondern nur normalen Keith. Ist keine Person hier jetzt. Das ist ein Block. Und Keith Richard ist kein Block. Das kann ich euch versichern. Oh, ist ja wirklich sehr, sehr viel Keith. Genau, und Keith Richards gibt's ja nur einmal. Glaube ich. Oder gibt es noch jemand Unbekanntes, der Keith Richards hat? Wäre durchaus möglich. Also gibt es dann doch ein paar mehr. Okay, dann nehme ich meine Aussage zurück. Meine Bootsunkeits-Eisenschaufel hält natürlich jetzt auch nicht mehr so lange. Ist ja auch klar, weil es halt nur eine Eisenschaufel ist. Ich habe zwar Haltbarkeit 1 drauf, aber ist halt nur Haltbarkeit 1. Aber sie macht ihre Zwecke sehr, sehr gut. Das ist ja die Hauptsache. So. Dies ist fast alles rausgeholt. Sehr, sehr schön. Und hier. Wie viel haben wir jetzt? Ah, das sollte doch, denke ich mal, reichen. Jetzt muss ich nur noch einen Weg nach Hause finden. Da ist er. Da ist der Weg. Diesen Weg werde ich jetzt hier bestreiten. Ja. Das sieht jetzt keiner, dass ich mich hier hochbaue. Das sieht keiner. Ihr habt das nicht gesehen, nein. Aus. Böse. Ja, böse kann ich auch nicht sagen, ihr seid eine liebe Community. So, und hier hoch, und hoch, und da, und ab. Und, tschüss, Erle. Und, tschüss, Erle. Es ist dunkel, mal wieder. Hätte es gedacht. Oh, da ist ein großer, ganz großer Baum gewachsen. Das ist sehr, sehr schön. Also, da hat sich schon mal das bestätigt, dass die Bäume trotzdem wachsen. Der hier ist schon mal groß. Das ist ja auch ein gutes Zeichen. Aber trotzdem gehe ich erstmal schlafen. Da vorne, der Kies. Da muss auch noch Kies. Oh, will ich da wirklich Kies haben? Oder doch lieber... Ah, doch, eigentlich Kies. Zum Marktplatz gehört Kies. Ist jetzt meine Behauptung. Meine Behauptung ist das jetzt. So, natürlich dann jetzt hier wieder rausrennen. Ach, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Also, halt. Ach, ihr wisst, was ich meine, wo ich hinschaue, halt. Dann kann ja dieser Kobby hier auch schon mal weg. Und das fällt ja, denke ich mal, nicht auf, wenn bei jedem Baum mal so ein Gras fehlt an einer Seite. Wir sind ja hier sowieso fast fertig. Da der andere Baum gewachsen? Nein. Kann ich theoretisch auch so ein Kobbelzeugs mal hinmachen? Warum mache ich das nicht einfach? Dann mache ich das mal. Und zwar hier bei dem hier. Da. 1, 2, 3. So. Dann sind wir auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen weiter. Ist ja auch sehr, sehr schön. Und dann hier nochmal ein bisschen Kies. Dann müssen wir mal überlegen, womit wir jetzt weitermachen. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Hier fehlen ja jetzt noch die Lampen. Die könnte ich hinsetzen. Aber ich könnte auch im Haus weiterbauen. Vielleicht doch eigentlich. Doch, damit mache ich, glaube, weiter. Wie lang geht die Aufnahmesession noch? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Moment, was stimmt hier? Achso, stimmt. So was mal wieder. Da geht aber auch eine Menge Kies drauf bei so diesen Abzweigungen. Das muss halt so sein. Nein! Wo ist mein Schaufel? Da. Gut. Kies wird doch ein bisschen knapp. Wir haben zwar noch 38, aber... Kritisch. Gefahr. Ach, Kies wird nicht ausreichen, Leute. Also. Ha, zwei fehlen mir hier und dann da hinten noch ein paar. Ist das euer Ernst? Ich hab nirgendwo mehr Kies. Könnte natürlich wieder in eine Höhle gehen, aber. Oder ich habe eine Idee, wo auch noch ein bisschen was sein könnte. Moment. Ja, da ist Kies, aber da will ich eher weniger Kies rausnehmen. Ich laufe das mal. Ja, die Tiere haben da drin Spaß. Oder hier drunter.
Haben hier auch alles ausgeleuchtet, damit hier ja nichts spawnt, aber trotzdem habe ich hier Monster, die hier spawnen. Beispiel hier geht auch eine Höhle runter. Na gut, nicht so weit. Hätte gedacht, dass hier unten mich auch irgendwo Kies ist. Da ist Wasser. Da kommen eigentlich die ganzen Zombie-Geräusche immer. Hier doch. Da, was liegt denn da? Achso, das ist Aluminium-Kies oder sowas. Oder Zinn-Kies. Hab mich schon gewundert. Mäh. Hinten leuchtet es. Also soweit habe ich hier jetzt nichts an Kies, was man. Also mein Sinn dahinter war halt, dass hier irgendwie Kies an der Oberfläche ist und man sieht das ja nicht, dass ich da was weggenommen habe, da ich halt diese Erdplatte da drüber habe. Aber hier gibt es doch bestimmt irgendwo einen Höhleneingang. Wir hatten doch hier mehrere Höhleneingänge. Oder habe ich die alle zugemacht? Kann natürlich auch sein, Uhr. Oder bin ich jetzt komplett falsch? Das kann natürlich auch sein. Ah, hallo Biene. Ja, geh zu den Sonnenblumen. Die geht wirklich zu den Sonnenblumen. Ist das lustig? Komm her, Biene. Ah, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Ah! Bienenjagd. Oder was die Truthähne auch immer machen. Klang für mich eben so nach. Soll ich dann doch Kies aus dem See da hinten nehmen? Der wird sowieso später zu ihm gemacht. Also, na komm. Sei nicht so ein Feigling. Hier. Guck mal, wie viel Kies hier ist. Da kannst du dir mal ein bisschen was rausnehmen. Das sieht doch keiner. Die Zuschauer schauen jetzt auch mal nicht hin. So, jetzt habe ich da. Na, den Erdblock weggemacht. Und hier, da. Die Tiere wollen auch mal irgendwann mal hier wieder rauskommen. Darum macht denen doch mal Platz. Hier doch. Warum nicht gleich so? Erstmal hier, erstmal diskutieren. Guck mal, wie sich das Schaf da gerade freut. Das hat nur zwei Leben. Und das freut sich, dass es endlich in die Freiheit kann. Nein, nein. Muss ich jetzt so? Bob. Bob die Ziege. Hallo Bob, die Ziege. Die wollte einen Namen haben von mir. Ja, die Ziege, die freut sich jetzt auch einen Keks. Ich habe keine Kekse. Verfolgt die? Die verfolgt mich. Ach, die frisst wahrscheinlich Karotten und darum konnte ich sie jetzt zähmen. Bob, du kommst mit in mein Haus. Das ist ja cool. Auch ohne Karotte folgt ihm? Nein, nur mit Karotten. Aber ich kann sie gerne wieder in die Hand. Das ist cool. Das ist cool. Also, Bob, du kommst mit nach Hause. Du bist jetzt mein. Wir haben hier schon Schafe und Hasen und eine Ente haben wir ja auch. Bob, komm hier rein. Bevor die anderen hier rausgehen. Bob, komm hier rein. Zombie Stroh. Ja, wirklich. Oho, hier bin ich. Hier bin ich. Ja. Komm hier rein, komm hier rein. Bob hat keine Lust. Ah, Moment. Das war nicht die Tür. Da kommt Bob. Oh. Was ist mit dir hier? Also, warum? Los, geh da rein. Bevor hier ein Schaf oder so abhaut. Wundere mich, warum die Chance jetzt nicht nutzen. Normalerweise nutzen meine Schafe immer die Chance, um abzuhauen. Ich hätte jetzt auch keine Möglichkeit, die Schafe wieder reinzubringen. So, hier zu und. Er hat jetzt eine Karotte gegessen, ist ja lieb. Ach, ich verfresse jetzt all meine Karotten. Ach toll, Scheiße. Ja. Bob hat's geschmeckt, auf jeden Fall. Bob hat's geschmeckt. So. Wo waren wir stehen geblieben? Da ist der nächste Baum gewachsen. Auch ein größerer. Sehr, sehr schön. Das heißt, ich kann den Koppelturm da wegmachen. So, dann stehen jetzt insgesamt hier schon drei Bäume. Sehr, sehr schön.
Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, beim Kies. Ich wollte ja keinen Kies da wegnehmen. So. 16 Stück sollten dann hier hinkommen oder 20? Und 20. Aber es ist nicht so schlimm, wir haben genau die richtige Anzahl an Kies. So, perfekt. Dann sind wir damit jetzt erstmal durch. Ein paar Minuten haben wir, wie gesagt, noch. Da könnten wir theoretisch schon mal vorbereiten für den nächsten Part. Wenn wir dann im Haus die Inneneinrichtung weitermachen. Es sei denn, ich habe eine andere Idee. Oder ich denke nicht dran, dass wir das machen wollten. Oder ich habe auch was anderes Bock. Was weiß ich. Ich habe hier noch eine angefangene Schere. Die Schere kann ich mal hier aufbrauchen. Indem ich mal ein bisschen Ranken hier mal abfarmen tue. Ja, stimmt. Eventuell werde ich auch die Beleuchtung machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wann ich das nächste Mal aufnehme. Heute war ich mal einen Tag zu Hause. Kommt selten vor, ich weiß. Und ja, da dachte ich mir, ich nehme mal ein bisschen Minecraft auf. So, das war das, was ich hier nicht brauche. Hier mal alles rein. Der Bogen hier. Eichensetzling brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Genauso wie das Eichenholz, die Stiggis, Kabel. Und sonst Knochenmehl theoretisch auch nicht. Die Schaufel kommt hier mal rein. Wir haben ja immer noch ein bisschen was an. Links hier drin. So. Und das war's dann, was ich hier schon mal reintun kann. Und hier, ich möchte aus der Mr. Crayfish Furniture Mod dann die Möbel wieder nehmen. Da gibt es ja einmal wieder die Stühle. Wir haben ja schon ein bisschen was eingerichtet. Aber es gibt halt noch für die anderen Räume noch ordentlich was. Es gibt wirklich richtig cooles Zeug, was ich auch in letzter Zeit so ein bisschen entdeckt habe. Und das werden wir dann mal alles gemeinsam ausprobieren. Hallo Bob. Und zwar einmal gibt es hier Blind. Das ist auch sehr, sehr cool gemacht. Aber ich glaube mal, das ist für unsere Zwecke eher nicht so produktiv. Ich kann es ja mal trotzdem ausprobieren, ob das trotzdem ganz in Ordnung ist. Moment. Das ist halt auch sehr, sehr cool. Dann machen wir mal vorhin. Ich brauche schon so einige Stickies. Habe ich jetzt so 4 Stück und brauche ich ein Fenster mit 4 solchen Dingern. So, ja, da ist schon mal das erste Problem. Ich brauche da oben mal ein bisschen Erde. So. Ich weiß, ich wollte eigentlich damit gar nicht mehr anfangen, aber ich fange doch nochmal damit an. So, und ja, da ist halt dieses Problem. Das sind halt hier so eine Rollos, wie man halt sieht. Habe ich noch keine Steinschufe reingelegt. Fiel mir erst jetzt auf. Und man kann das halt hier zumachen und aufmachen. Nur so sieht es halt doof aus. Was eventuell gehen würde, wäre das so. Aber man kann das halt nicht ganz zumachen, was natürlich auch ein bisschen unvorteilhaft ist. Da würden sich zum Beispiel die Garagentore ein bisschen besser eignen, wenn ich hier wirklich so eine Vorhänge haben will. Ob ich die dann wirklich später haben will, das ist eine andere Sache. Es wäre auf jeden Fall eine Idee, die ich mir mal ganz schnell mal aufschreiben werde. Wie heißen die Dinger? Garagentor, genau. So. Das ist halt hier jetzt noch eine Überlegung, die ich jetzt noch ganz schnell mal nachschauen wollte. Und man sieht, es gibt halt eine Menge von der Mr. Crayfish Furniture Mod. Irgendwie hatte ich glaube auch ein bisschen mehr in Erinnerung, dass es hier noch mehr gibt. Aber nee, tut's doch nicht. Also die Küche ist halt hier fast fertig eingerichtet. Irgendwie ist mir diese Ecke hier noch ein bisschen zu kahl. Und Bilder will ich hier auch noch überall hinhängen haben. Hier der Flur ist noch komplett leer. Hier die Stube habe ich angefangen. Hier so ein bisschen, ja, Fernseherbereich. Hier habe ich auch so eine Kellerlampe. Ob man die hier nehmen kann, weiß ich nicht. Ich denke mal doch, eigentlich schon. Vielleicht finde ich auch was anderes. Mit dem Sofa bin ich überhaupt nicht zufrieden. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Hier soll ja so eine Schrankwand hinkommen.
Mein Schlafzimmer ist auch noch überhaupt nicht fertig. Da steht so noch das Schild. Ist ja super. Und oben, da sind wir ja auch noch nicht weiter. Also hier soll ja so als Partyraum hinkommen. Mit dem Bad hier. Da steht auch noch das Schild. Das ist ja hier das Bad, genau. Da haben wir ja auch extra Shower, also Dusche und Toilette und so weiter und so fort. Was wir dann hier hinsetzen können. Dazu brauchen wir aber auch, glaube ich, eine ganze Menge Quarz. Kann das sein? Genau, natürlich, natürlich. Da müssen wir natürlich auch nochmal auf Quarztour gehen. Und dann hier das Gästezimmer. Hier vorne steht dran Toms Zimmer. Aber nein, das ist das Gästezimmer. Und ja, er war ja mal hier zu Besuch. Und es fehlt hier halt noch eine ganze Menge. Aber dies und weiteres dann ab dem nächsten Part. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Und bis dann.